Servus, grüezi und hallo, willkommen bei Lochen hat kocht. Heute gibt es, wer die Überschrift wieder mal gelesen hat, arme Ritter. Was ist arme Ritter? Arme Ritter ist eine Süßspeise, wird zubereitet eigentlich nur mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Milch und dazu mache ich noch ein bisschen Vanillinzucker mit rein. Das war dann sozusagen die Tränke für das Weißbrot. Und zumal, ich mache das jetzt für circa zwei Personen. Schneid mir da erstmal vier schöne Scheiben vom Weißbrot ab. Schmeckt besser, wenn es Weißbrot frisch ist. Oder geht auch besser. Je nachdem, was man zu Hause hat. Es geht natürlich auch mit Weißbrot. Weißbrot sage ich, mit Toastbrot. Das ist alles wieder Geschmackssache. Ich mache es mit Weißbrot, weil mir das ein bisschen besser gefällt. So, das sind unsere vier Scheiben. Das war's schon mal. Jetzt kommen wir zu der Zubereitung der Milchtränke, sag ich mal. Und zwar kommt da erstmal rein Puderzucker. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker nehmen. Ich nehme Puderzucker, weil der sich halt besser verrühren und auflöst, wenn man es verarbeiten will. Und da kommen erstmal so vier gehäufte Löffel mit Puderzucker rein. Ist ja eine Süßspeise, soll ja auch süß sein. Dann kommen noch zwei Päckchen Vanillinzucker mit rein. Je nachdem, was ihr gerne mögt. Ihr könnt auch natürlich auch Bonbon-Vanille nehmen oder richtige Vanille. Das ist dann natürlich wieder Geschmackssache. So, erstmal zwei Stück da rein. Und jetzt kommt Milch dazu. Wenn ihr das Ganze verrühren wollt, die Milch etwas in die Mikrowelle. Je wärmer die Milch ist zum Verarbeiten, desto besser funktioniert das Ganze. So, auch nicht so viel. Es muss am Ende so leicht flüssig sein noch. Aber auch nicht zu dünn. Weil wir wollen ja, wie gesagt, die Toastbrotscheiben dann da einlegen und dann ab in die Pfanne. Die Pfanne ist übrigens schon vorgeheizt. Auch schon mit Butter drin. Erstmal auf ganz hoher Stufe, damit ihr jetzt die Butter richtig schön Temperatur bekommt. Danach drehen wir das Ganze einen Tick runter. Das müsst ihr wieder selber rausfinden, wie das für euch am besten funktioniert. Aber ich würde sagen, so kurz über die Mitte, das passt. So, alles schön verrühren. Auch gucken, ob ich hier nichts abgelegt habe. Wunderbar. Ja, ist wunderbar flüssig. Viel eindicken tut es nicht, nachdem der Zucker und der Vanillin dabei ist. Seht ihr auch hier, es läuft noch wie ganz normale Milch. So, es geht halt. So, jetzt die Weißbrotscheiben richtig schön drin tunken. Auch ein bisschen ziehen lassen, aber auch nicht zu lange, weil wenn es zu sehr aufgeweicht ist, geht das Ganze natürlich, zerfällt das Ganze, wenn wir es rüber in die Pfanne heben wollen. Seht ihr auch wunderbar, wenn ihr mit der Gabel drauf drückt, dass die Milch wunderbar durchkommt, dann ist das Brot wunderbar durchgedrängt. So, das Ganze kommt jetzt ab in die Pfanne. Vorsicht, das Ganze kann ziemlich spritzen. Jep, bei mir ist das Ganze gerade etwas abgekühlt. Na, geht schon. Perfekt. So. Warum das Ganze arme Ritter heißt, habe ich selber noch nicht nachgeschaut. Habe das Rezept selber erst vom Jö bekommen. Und wer es weiß, einfach unten in die Videobeschreibung unten drunter schreiben, posten, wenn jemand weiß, woher das arme Ritter kommt. Ich habe das bis jetzt noch nicht nachgeforscht, weil, wie gesagt, habe das Rezept erst vor kurzem bekommen. Und es ist auch gerade mein erstes Mal, dass ich das Ganze probiere. Von daher sozusagen eine Premiere für mich. So, das Ganze lässt mir jetzt richtig schön anbraten. Kann ruhig ein bisschen, also kurz vor der obersten Stufe beim Herd, könnte ich schon echt empfehlen. Auch aufpassen, dass das Ganze nicht anbrennt. So. Beim Braten hier mache ich auch keinen Cut, weil ich glaube, das dauert eigentlich nicht so lang. So schön ausbraten, dass es richtig schön bräunlich geworden ist von der einen Seite. Ihr riecht es dann auch beim Braten. Es kommt dann so schön der süßliche Geruch durch. Wie gesagt, das was ich jetzt hier mache, ist für zwei Personen. Das heißt zwei Scheiben für jeden. Das wird dann am Ende noch angerichtet mit Apfelmus oder die einen können Marmelade dazu oder Pudding noch extra machen, so Vanillepudding bzw. auch anderen Pudding.
Oder man könnte auch eine Himbeersahnecreme dazu machen. Das ist alles wieder Geschmackssache. Ich mache es heute mit Apfelmus und ansonsten ist Vanille ja schon drin. Durch den Vanillin. Ist ja so ein Ersatz. Funktioniert auch wunderbar. Man braucht halt mal ab und zu ein bisschen mehr von dem Vanillin, damit man einen größeren Geschmack bekommt. Das Ganze wird jetzt auch schön braun. Schön durchschwenken das Ganze. Müsst halt aufpassen, dass euch das Ganze nicht verbrennt, weil das wäre unpraktisch. Schmeckt dann auch nicht besonders gut. Ja, das sieht gut aus. Und rumdrehen. So sieht es dann von der einen Seite aus, schön goldbraun. So sieht es gut aus. Wie gesagt, der Herd läuft jetzt bei mir auf kurz vor der höchsten Stufe, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich habe den Tipp bekommen, lieber sachte das Ganze, sonst brennt euch die ganze Scheiße gleich an. Aber es scheint so gut, ganz gut zu funktionieren. Habt ihr, wie gesagt, den Pfann auch schon vorgeheizt gehabt? Mit Butter, wie gesagt. Man kann es auch mit Öl braten. Das ist alles wieder Geschmackssache. Und ja, dürfte auch gleich soweit fertig sein, das Ganze. Das Ganze sieht mir schon so aus, wird es schon leicht anbrennen. Nein. Wunderbar, noch ein bisschen Butter dazu. Weil wie gesagt, das Toastbrot, das sagt auch, die ganze Butter oder Öl, je nachdem was ihr benutzt, sorgt das alles auf. Von daher immer schön gucken, dass da oben genug da ist. Nicht zu viel. Weil sonst schmeckt ja am Ende nur die Butter und hat da nicht so wirklich das Jude dabei. Wie gesagt, um das Ganze anzurühren, 4 gehäufte Esslöffel Puderzucker und 2 Pakete Vanillin und warme Milch. Mit warmer Milch das Ganze aufschlagen geht halt wie gesagt einfacher. Das Brot wird dadurch auch nicht hart oder so trocken, sondern es bleibt relativ feucht. Das sieht man auch, wenn man es anhebt, es bleibt sehr beweglich. Soll ja auch nur ein bisschen durchheizen, das Ganze, damit es auch. Ja, es soll nicht verschmoren. Es soll halt eine leicht bräunliche Bräunung kriegen. Das ist eigentlich nur das Einzige, worauf ihr achten müsst. So, das Ganze ist jetzt schon mal soweit fertig. So sieht es dann von der anderen Seite auch noch mit aus. Habe ich gerade umgedreht. So soll es aussehen. Perfekt. So, 2 Scheiben auf einen Teller. Man kann jetzt natürlich auch hergehen und mit Puderzucker das Ganze schön bestäuben und essen oder mit Marmelade. Wie gesagt, ich mache das mit Puderzucker. Nicht mit Puderzucker, sondern mit Apfelmus. Weil mir das persönlich am besten schmeckt. Bisschen Fruchtiges, bisschen Süßes. So soll es sein. So sieht das Ganze am Ende aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachkochen. Das ging jetzt ganz fix und ja. Die Rezepte bzw. was ihr alles dazu braucht, findet ihr wieder alles unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten viel Spaß und guten Appetit!